Wir haben wieder ein bisschen eingekauft für unsere Rouladen heute. Wir haben da so ein bisschen Rouladenfleisch, 4 Stück wollen wir ja machen. Dann haben wir hier ein bisschen Speck, das sind jetzt noch so lange Scheiben, die muss ich noch ein bisschen kürzen. Dann haben wir da hinten ein bisschen Senf und ein bisschen Lauchzwiebeln. Dann habe ich noch ein bisschen Brühe hier mir besorgt, also ein bisschen Fond, aber das erkläre ich gleich beim Kochen. So, ich nehme jetzt die erste Roulade. Haben die ja schon beim Schlachter schön eingerollt. So. Also, wenn die nicht so dünn sind, dann kann man sich natürlich jetzt auch noch einen Hammer nehmen und die erstmal noch ein bisschen weiter runterschlagen. Ein bisschen doof geschnitten, würde ich sagen. Na gut. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Senf. Da machen wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen schön Senf hin. Das gibt dem Ganzen halt ein bisschen Kraft. Dann kommt da der Schinken rein. Normalerweise kommt da auch noch eine Gurke rein. Wir mögen beide das mit der Gurke nicht so gerne. Deshalb kommt bei uns keine Gurke da rein. So, ich verteile jetzt hier so ein bisschen Senf. Kräftig, schön für den Geschmack. Dann mache ich gleich da noch ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Eher nur ein bisschen Pfeffer. Das mit dem Salz machen wir hinterher. So. Jetzt tue ich hier schön den Speck rein, schlag die ein, mach mal ein bisschen Pfeffer da noch drüber. So. Schlage ich das auch seitlich hier so ein bisschen ein auf beiden Seiten. Und dann rolle ich das hier schön auf. So, dann muss das gleich schön gebunden werden. Im Binden bin ich aber nicht so der Weltmeister. Das macht meine Frau, die ist da ein bisschen besser drin im Zuschneiden. Ich werde jetzt die anderen noch mal eben schnell hier befüllen und dann werden wir gleich zeigen, wie wir das schön mit Bindeband zu machen. Genau. Also wir haben extra ein spezielles Garn. Das ist Garn extra für Lebensmittel. Das ist echt und ich würde auch sagen, man benutzt nur solches, also kein Plastikkram. So, Jajuk ist jetzt dabei und Ja. wickelt die einfach mal zu, sodass sie halt nicht aufgehen, wenn man sie gleich andreht. Gar nicht so einfach zu filmen, weil die Ränder sind natürlich überall. Entschuldigung. Ja, ist ja kein Problem. Auf jeden Fall hier vorne liegt ja schon eine. Die ist fertig zugebunden. Wir binden jetzt die anderen alle noch schnell eben zu und dann geht es ans Anbraten. Und wir gucken noch mal ein bisschen Jajuk dabei zu. Ich wollte noch sagen, wenn man jetzt ein Fleisch bekommt, was so ein bisschen dicker ist, dann kann man da auch noch Klarsichtfolie drüber legen, also Frischhaltefolie, und dann mit einem Hämmerchen beigehen und die ein bisschen dünner klopfen, damit das nicht so dick ist, das Fleisch. Normalerweise kommt ja auch Gurke mit rein, das machen wir bei denen ja nicht so gerne, deshalb machen wir das nicht. Normalerweise habe ich auch einen richtig extra scharfen Senf. Wir haben diesmal jetzt nicht so den mega scharfen Senf, aber der ist schon sehr wichtig, damit er halt ein bisschen mehr Geschmack entsteht. So, Herd ist an, Fett ist auch schon heiß. Ich habe da jetzt ein bisschen mehr Fett reingetan, weil die müssen jetzt richtig kräftig angebraten werden. Und jetzt tue ich die da mal rein. Und jetzt werden die halt schön angebraten. Dann salze ich das Ganze noch mal ein bisschen. Dann kommt da gleich noch mal wieder ein bisschen Pfeffer rüber.
Aber das muss jetzt erstmal richtig anbraten. So, dann pfeffer ich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen. So viel, viel. Dann habe ich mir noch zwei Schalotten klein geschnitten und die Lauchzwiebel tue ich da jetzt rein. Das röste ich jetzt noch ein bisschen an und dann werde ich das Ganze gleich schön ablöschen. So, es braucht jetzt einen kleinen Moment und dann geht das gleich weiter. So, jetzt ist das so ein bisschen angedünstet hier. Jetzt werde ich das mit ein bisschen Rinderfond und roten Wein ablöschen. Und dann muss das Ganze schon wieder kochen. Also ich schätze mal, so eine Stunde brauchen die bestimmt, bis die richtig schön weich sind und fast zerfallen. Dann melden wir uns wieder. So, jetzt haben wir die Rouladen gut eine Stunde gekocht und die Soße ist schön runter reduziert. Sieht genial aus, ne? Da ist nochmal unser Rotkohl. Der ist auch noch so ein bisschen in der Mache. Der wird jetzt gerade warm. Der hat über Nacht gestanden. Wir werden jetzt gleich Kartoffeln schälen und dann werden wir beides schön anrichten. Bis gleich. Jetzt sind unsere Rouladen fertig. Sehen die nicht klasse aus? Sieht richtig toll aus. Ja, finde ich auch. So, nehmen wir mal eine da raus. Tun die hier schön auf den Teller. Kann ich gleich auf dem Weg noch ein bisschen Soße auf die Kartoffeln tun. Die zweite. Mega-Soße. Ich habe die jetzt nicht angedickt. Die ist einfach so geblieben, wie sie vorhin entstanden ist, als wir angefangen haben, die Rouladen zu kochen. Ja, das sind unsere Rouladen, die wir jetzt zusammen gekocht haben. Ich hoffe, ihr habt Lust, die nachzukochen. Abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das schaut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer Team von Wir kochen was. Tschüss.